Du hast noch eine Frage. Da hast du jetzt eine Ausnahme erwischt, denn wir gucken sonst erstmal, dass jeder nur eine Frage hat. Ne? Es sollen möglichst viele verschiedene Menschen rankommen. Bei der halbjährlichen Beratung findet nur ein Gespräch statt oder wird auch begutachtet und eventuell runtergestuft? Meinst du dieses Beratungsgespräch? Da will man nur sicher gehen, dass die Pflege sichergestellt ist. Ne? Also auch ich muss zweimal im Jahr, ich habe Pflegegrad 2, zweimal im Jahr muss sozusagen geguckt werden. Lebe ich noch? Ist alles in Ordnung? Es gibt ja auch Situationen, wo ich sag mal, der Partner den anderen einsperrt und das Geld einsackt und sich gar nicht um denjenigen kümmert. Das ist die extreme Version. Ne? Und darum geht es. Es geht nicht darum, euch was wegzunehmen. Es geht ganz im Gegenteil sogar darum, ob es noch weitere Dinge gibt, die ihr braucht. Es ist etwas sehr Gutes, etwas sehr Wertschätzendes. Es gibt das Ganze auch online. Man kann das auf Pflegedschungel machen. Ganz, ganz toll. Der Chef dort telefoniert mit dir, macht das alles. Du kannst dich einfach über den Kalender reinbuchen. Kenne deine Rechte, sammel dir Informationen, hab keine Angst, die dich lähmt und dich in der Sache nicht weiterbringt, sondern mach es einfach. Ja. Man versucht eigentlich, das einmal im Jahr in der Wohnung zu machen, aber ich würde sagen, dass ich da mittlerweile eine andere Meinung habe. Also, kurz und knapp, wir haben das all die Jahre gefeiert. Das heißt, wir sind so eine kleine Gruppe, wir haben uns immer getroffen und sind dann zusammen dahin gefahren. So, dann ist einer nach dem anderen da reingegangen und danach sind wir mal Pizza essen gegangen, Eis essen, spazieren an schönen Gartenanlagen mit Wasser und sowas. Also wir haben uns eine gute Zeit gemacht und das ist abgefrühstückt. Wir sind aber auch schon viele Jahre dort. Das heißt, es ist Routine. Alles beim Alten, alles normal. Der eine erzählt, ich habe eine neue Partnerin. Der andere erzählt, ich bin umgezogen. Der andere erzählt vielleicht, dass, ja, was gerade so los ist. Ne? Und das war's. Man kennt sich auch irgendwann. Also ich meine auch die diese Kontrolle machen. Und wir sind immer zu dem Pflegedienst hingefahren und haben das dort gemacht. Weil das war am einfachsten. Und dann war es erledigt. Wir haben auch etwas Belastendes mit etwas Entlastendem verknüpft. Und das hat Spaß gemacht. Und ja, man kann das auch zu Hause machen. Ich kenne auch zum Beispiel Leute, da fährt dann die Pflegefachkraft, die das so machen darf, nach Feierabend so auf dem Weg nach Hause zu ein, zwei Kunden vorbei, die da zufällig wohnen und kommt einfach kurz hoch, zieht gar nicht die Jacke aus, bitte kein Kaffee, gar nichts. Alles in Ordnung, gibt es irgendwas, hier unterschreiben, das ist ihre Kopie, ciao. Also es kann auch wenige Sekunden sein, geht auch. Man kann auch, ich hatte mal einen guten Freund, wir haben uns lange nicht gesehen, und haben wir gesagt, komm, legen wir zusammen. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden hier über Gott und die Welt geplaudert in meiner Wohnung. Wir haben uns gut gehen lassen. Wir sind dann auch auf Tour gegangen. Kann man sich schön gestalten. Natürlich, ne, so. Also das ist deine Sache, wie du möchtest. Und diese Haussituation, da bin ich mittlerweile etwas kritisch. Also wenn man, ich finde erstmal, man darf nicht entmündigt werden, egal wer. Erstmal ist das so. So, wenn man keine Türschwellen hatte, die hatte man damals bei der Begutachtung nicht und auch jetzt nicht und es ändert sich nichts an der Wohnsituation. Und meine Wohnsituation ist in Ordnung und das bestätigt vielleicht auch noch der Hauptpfleger. Alles in Ordnung, was wollen Sie wissen? Wollen Sie vielleicht ein Foto haben? Da könnte man sich vielleicht drauf einigen, muss aber auch nicht. Also ich finde diese ganze, wer meine Wohnung betritt, ein bisschen bin ich da motiviert worden, sage ich mal. Und da würde ich sagen, dass viele nicht das Recht haben. Wir geben denen freiwillig die Möglichkeit, unsere Wohnung zu betreten. Ich habe nichts zu verbergen, ganz im Gegenteil. Ich hole manchmal gerne die Leute in meine Wohnung. Dann sind sie auf meinen Überwachungskameras. Aber so verpflichtend? Ich meine, für die Pflegegradermittlung kann man das ganze Gespräch ja auch auf einem neutralen Boden führen. Ja? Ob es jetzt Umbaumaßnahmen gleich gibt, ne? Badewannen, Lift und was auch immer. Das könnte man vielleicht auch anhand von Beschreibung einfach festlegen. Da muss ja nicht jemand in die Wohnung kommen. Also kommt jemand eher in die Wohnung, um die Wohnung zu sehen und umbauen zu wollen? Oder ja, also ihr versteht mich da. Das ist irgendwann ein eigenes Video wert.